Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Willkommen zum letzten Tag der Wiesn und zum ersten X-Rate. Newton mit Schmuckball ist zurück, Möglichkeit auf Shiny. Bin gespannt. Wir haben heute zwei. Mehr konnte ich leider nicht organisieren, aber das reicht auch erstmal. Bin gestern von der Mac zurückgekommen, also ich war nur einen Tag dort. Video kommt irgendwann im Verlauf. Und heute, also für euch gestern, leider kein Video. Keine Zeit gehabt, die X-Rates hier. Die X-Rays heute fanden einfach zu früh statt, hier 12.30 Uhr bereits. Konnte ich das Video nicht mehr raushauen, aber Stream ist natürlich am Start gewesen. Sprich, ihr habt den verpasst, falls ihr gestern nicht reingeschaltet habt. Aber hier, 19 Leute, Mewtwo. Wir brauchen nicht unbedingt einen 100er Shiny, sondern einfach nur irgendein Shiny, den wir dann vertauschen können, damit wir einen Glücks 100er Shiny Mewtwo mit Spukball bekommen. Aber einen 100er Shiny würde ich auch so nehmen. Aber das wird, der wird echt selten und gefragt sein. Also schnappt euch so viele wie es geht, versucht es und schätzt den Wert. Also nicht einfach direkt abzocken lassen und dann für irgendeinen Schmarrn vertauschen. So, schauen wir doch mal. Mewtwo. Okay, der ist. Oh, schon mal schlecht. Und nicht shiny. Traurig. Oh, mein Herz. Ich hab hier mein 10er-Ei, Leute. Schauen wir mal. Der neue Dino. Die neue Animation sieht ganz cool aus. Finde ich sehr nice. Leider kein Sternstück drin. Auf jeden Fall nächster Mewtwo Raid, Leute. Ich habe versucht, einen Shot zu kriegen, reinzukriegen von allen Leuten, weil hier ist abnormal voll. Aber wir kümmern uns erstmal um unser Mewtwo. Und. Oh, der ist schlecht. Der ist. Oh! Fast aufgestiegen. Da muss ich besser aufpassen. 10er. Ja, Mewtwo war leider schlecht. Beide nicht shiny, beide aber gefangen. Oh. Heute scheint ein schlechter Tag zu sein. Porygon, Alter. Oh. 10er am Start. Ich habe eine Menge 10er erdreht. Keine Ahnung, woher die alle kommen, aber ich hoffe auf. Ein 500er Shinox, immer noch. Alter, ich habe über 1000 Shinox-Bonbons mittlerweile. Ich entwickle die bereits für EP weg. Und? Was will ich mit dir, Digga? Eier-Update. Ich glaube 2 oder 3 7er. Shiny Alola Sandan hätte ich gerne und Mauzi. 100er, oh ne, ein 2er und irgendwas 100 bestimmt auch noch. Dicta und naja, keins von beiden. Es waren doch 3, noch ein 10er hinterher. Unlicht Dino 100. 100 Klick. 446. 546. Oh Gott. Ich habe hier einen Nocturne, Leute. Ich habe viele auf der Mac getroffen. Die haben mir ihr 100er Nocturne in die Nase gerieben. Unter die Nase gerieben. Was aber kein Problem ist. Mir natürlich aber auch gleichzeitig Glück gewünscht, dass ich noch einen bekomme. Nee, der ist es nicht. Und gleich hinterher ein 7er Ei. Heute läuft es ein bisschen nicht so. Oh, Sandan. Nicht Shiny. Ich brauche noch einen Shiny Sandan, aber kein 100er. Wir haben noch ein paar Eier. Ich habe jetzt wieder die Runde gezündet. Für ein paar Runden geht das schon. Habe ja noch die Module über von den ganzen Boxen. Man, Faxo braucht man leider nicht. Gib mir was Saftiges. 100er wäre saftig für mich. 85. Ne. 5. Oh, Lunastein. Leider nicht shiny. Schade. Schade, schade, schade. Ey, ein shiny. Nicht shiny des Tages, denn ich habe zu Hause in der Früh ein Plusel gefangen. Und auch nicht so besonders, weil ich hatte schon 4 oder 5 Alola Kleinstein.
beim Alola-Event damals. Da ging es ja gut ab. Was hatte ich da? Gerade für Stick da 4-5 Stück alles. Aber trotzdem nice. Clickrate. Freier Pass muss weg. Agenda, die ich noch auf Gold brauche. Passt. Fehlt nur noch ein 100er. Zack. Und schauen wir mal, ob wir heute Glück haben. Wobei, wir haben heute schon 2 Shiny gefangen. Zwar nicht so toll, aber trotzdem 2 Shiny. 5, 4, 6. Leider zu niedrig. 5, 4, 0. Und nicht Shiny. So, ich bin wieder zurück. Es ist der nächste Morgen. X-Rates. 2 Stück gehabt. Leider nicht mehr Einladung gefunden. Und leider nicht erfolgreich. Weder Shiny noch gut. Aber kein Problem. Wir haben jetzt noch ein paar Versuche. Vielleicht bei den nächsten paar Versuchen. Nächsten paar Mal, nächsten paar Wochen. Gestern bereits fleißig getriggert. Ich habe ja den Clickrate gemacht, das habt ihr noch gesehen. Dann habe ich mich spontan mit Mugot getroffen. Und dann haben wir 3 Arenen getriggert. Eigentlich nur eine zuerst geplant und dann war noch eine und dann noch eine. Dann haben wir am Ende 3 getriggert. Habt ihr nicht gesehen. Es war schon dunkel. Es hat geregnet. Aber ihr habt auch nichts verpasst. Also kein Shiny und kein 100er Giratina mit dabei gewesen. Also nichts Besonderes. Das Besondere ist dann erst nächste Woche, wenn die Einladung kommt und wir dafür eine Einladung bekommen. Die Einladung wie immer, weil viele fragen mich immer noch. 2 Tage vor dem nächsten X-Raid. Der nächste X-Raid ist Sonntag, dementsprechend 2 Tage davor, heißt Freitag. Immer so um 20 Uhr, kurz vor 20 Uhr, irgendwie sowas, kommt die Einladung und dann kriegen wir entweder eine Einladung oder nicht. Dann hatte ich ja vor ein paar Tagen noch ein Video hochgeladen, so ein Trick für X-Raid-Pässe. Verlinke ich nochmal, könnt ihr gerne abchecken. Womit man, oder durch den Trick kann man dann mit einer Einladung mehrere Personen einladen. Und ihr könnt jetzt, ich würde es auf 2 minimieren. 2 Leute einladen anstatt einem. Geht wahrscheinlich auch an 3 oder so und mehr, aber man muss nicht übertreiben. 2 Leute. Wie geht's? Offensichtlich so wie immer. Multiloggen. Ihr loggt euch gleichzeitig auf 2 Accounts ein, geht gleichzeitig auf die Einladung und schickt dann gleichzeitig los an 2 verschiedene. So einfach ist es. Und wie gesagt, ist es ein Cheat? Ist es ein Bug? Muss jeder für sich selber entscheiden. Also offensichtlich ist es ein Bug, weil das ist natürlich nicht gewollt. Wie gesagt, ich zeige euch mal, dass das funktioniert. Ist von vor 8 Monaten. Der Kollege benutzt Splitscreen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir können auch einfach 2 Devices benutzen, 2 Geräte. So, er geht auf beiden, auf die Einladung, oder bei beiden. Er ist 2-mal in denselben Account eingeloggt, nicht vergessen. Selbe Freunde, klar, selber Account. Er hat nur 10 Freunde. Tut mir leid, mein Freund. Also 10, die er einladen könnte. So, bei dem geht er da drauf. Bei der oben geht er auf den Kerl. Bei beiden klickt er auf OK. Und es ging an beide raus. Und danach hat er berichtet, dass beide erfolgreich am X-Ray teilgenommen haben. Und ich habe eigentlich auch nichts davon gehört, dass es seitdem gefixt wurde. Allgemein dieses Thema, dieser Thread hat auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also wie gesagt, damals Deoxys hat nicht so viel interessiert. Aber jetzt mit Mewtwo könnte das sehr interessant sein für Leute, weil so viele wie möglich Mewtwo haben wollen. Aus dem X-Ray mit Spukball, möglicherweise Shiny. Das ist mein Hinweis, meine Info an euch. Was ihr mit dieser Information macht, sei euch überlassen. Und gestern im Livestream hat einer erzählt, also erstmal einer der Zuschauer hat mir geschickt, ein Video, wo er 5 Leute gleichzeitig eingeladen hat. Krasse Sache. Aber gestern im Livestream hat einer erzählt, wie einfach, ich weiß nicht, ob man ihm glauben kann, 15 Leute oder sowas, meint er. Also auf jeden Fall hat er mehrere Leute eingeladen, mit denen er noch aufsteigen wollte. Interaktion, aber es kam halt nie was, also tote Accounts oder irgendwelche, die immer gegeiert haben. Und auf die Idee muss man erstmal kommen, daran habe ich gar nicht gedacht. Man kann dadurch auch mit einer Einladung ganz, ganz viele Leute einladen, nur für die Interaktion. Das ist natürlich auch eine nette Idee. Echt clever von ihm. Und dann ist er mit allen aufgestiegen, Glück sei an, aufgestiegen. Geile Sache. Also falls ihr wissen wollt, wie das geht, Link ist unter der Beschreibung, aber wie gesagt, alles auf eigene Gefahr. Aber an sich sollte da nichts passieren. Ja, ansonsten war es das auch schon wieder von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, mit Mewtwo. Hattet ihr eine X-Rate-Einladung? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny-Gutes bekommen? Morgen, also Dienstag, der 8.10., das ist nochmal eine Legendary Rage-Stunde mit Mewtwo, 18 bis 19 Uhr, so wie immer.
Das ist der Ersatztermin, weil damals irgendwie einen Fehler gab und die Rage schon ausgefallen ist. Da gibt es aber Psychostoß Mewtwo, nicht vergessen. Aber auch in Shiny möglich und Psychostoß ist eine gute Attacke. Und ich habe auch schon den ganz gut gesehen, also da wird es so abgehen. Das Video seht ihr dann aber erst morgen Mittwoch. Aber euch auch da viel Spaß, viel Erfolg. Ansonsten dann nächste Woche am Sonntag sind die nächsten X-Rays, glaube ich. Da dann auch wieder viel Glück, viel Erfolg und mir viel Glück, viel Erfolg. Denn ich habe noch keinen. Ah ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.